und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge konnten wir leider die Quest nicht beenden, beziehungsweise zwei Quests waren es, glaube ich, die wir nicht beenden konnten. Und schon schwirrt eine Motte direkt vor meinem Gesicht herum. Wenn ihr es klatschen hört, dann war ich das gerade. Mickey, bei dir im Haus müssen wir mal nachschauen, wo der gerade so provokant hier sitzt. Weil er ist ja schlafen gegangen, ohne dass ich dann hier irgendwas suchen konnte. Da ist eine Spielzeugeisenbahn. Sehr schön. Dann können wir endlich mit der Wally-Quest weitermachen. Ja, bitteschön. Auch wie er sich freut. Wie er sich freut. Wally! Hier sind die Dinge für den Tausch. Lass uns zu Ariel gehen. Yippie! Ja, Wally. So, die Frage ist, wo ist Ariel jetzt schon wieder? Die ist nicht zu Hause, ne? Das war mir so klar. Da ist sie. Wo schwimmt sie jetzt hin? Die tut schon wieder so, als ob sie hier irgendwo anders hin teleportiert. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, da gehe ich jetzt auch ganz schnell hin, bevor sie wieder abhaut. Weil wenn die sich so schnell bewegen... Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Boah, Leute. Ey. Ariel ist so ein... Na, ich will es jetzt nicht sagen. Jetzt ist sie da. Toll, Wally ist auch da. Woher wusste Wally jetzt, dass die jetzt schon wieder hier am Strand ist? Bevor die jetzt wieder abhaut? So. Jetzt aber. Ich weiß nicht, warum das jetzt da hinten hin zeigt. Ah, zeigt jetzt die, gibt jetzt die Sachen. Das tun wir mal eben weg, damit das nicht die ganze Zeit leuchtet. Yay! Oh, Wally! Das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hm. Was kann ich dir dafür geben? Oh, ich weiß. Ein Dingelhopper. Nein, Teller, okay. Schau dir das an. Es ist ein menschliches Spielzeug, das aus Porzellan ist. Oh. Sie werfen es hin und her und wer es zuerst fallen lässt und kaputt macht, hat verloren. Naja. Wow. Und hier. Das nennt man einen Hut. Die Menschen setzen sich ihn auf den Kopf. Was kommt jetzt? Ein Fingerhut. Naja, gut. Wally? Ja, du kannst ihn auch tragen. Es wird dir sicher sehr gut stehen. Und dies ist ein Musikinstrument. Die Nadeln machen so eine wirklich schöne Musik. Was kommt jetzt? Oh Gott. So von wegen richtig schöne Musik. Mickey, weg da. Ich muss hier mit Wally reden. Jetzt angelt der einfach kackendreist hier neben uns. Oh, ich freue mich, dass du wieder mit Ariel Dinge tauschen kannst. Yippie! Ein freundschaftlicher Austausch, vollständig. Ja. Heißt das, dass wir jetzt alle Wally-Quests haben? Oder? Nee, nächste Aufgabe ist gesperrt. Och, nicht schon wieder eine verborgene Anforderung. Das ist so nervig. Charaktere frei... Och, du Schande. Charaktere freischalten Buzz Lightyear und Prinz Eric. Ich meine, gut, Prinz Eric, da kommen wir ja noch hin dann. Aber Buzz Lightyear, hallo. Und dann schon wieder eine verborgene Anforderung. Das nervt, ehrlich gesagt, sehr. Ariel Level 7. Ja, die wollte ich ja noch mitnehmen zum Leveln. Habe ich aber noch nicht geschafft, weil ich nämlich Christoph gestern gelevelt hatte. Ich bin gerade mal am Überlegen. Der war jetzt, glaube ich, auf Max-Level, oder? Genau, er war jetzt auf Max-Level. Okay. Ja, das heißt, da wir das jetzt noch machen können und das jetzt gerade auch automatisch drin ist, würde ich sagen, dass wir Scar abschließen, weil ich habe dann doch noch die Baumwolle ernten können, habe daraus Stoff gemacht und ja... allerdings muss ich das Mutter Gotel bringen, nicht Scar. Wo ist die denn? Da. Wehe, die haut jetzt wieder ab, wenn ich dahin teleportiere. Bayana guckt sich den schönen See an. Mutter Gotel, nicht abhauen. Schön stehen bleiben.
Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Hilfst du mir jetzt? Gameplayerin, was führt dich heute zur Mutter? Freunde sind keine Nahrung. Fische sind kein Futter. So, gib mir erstmal die Sachen. Ah, da bist du ja. Und du hast alles, was ich wollte. Auch ein paar Zitrine. Die sind für mein Schmuckkästchen. Du bist ein Schatz-Gameplayerin. Warte, du hast die Edelsteine gar nicht gebraucht? Die sind nur für dein Schmuckkästchen? Du hättest mich einfach fragen können, genau. Sieh es als Bezahlung für meine Dienste an. Und lass dir das eine Lehre sein, Gameplayerin. Nichts ist umsonst. Ah, Hier ist dein Mantel, wie versprochen. Viel Glück mit diesem widerlichen Tier. Ach du Scheiße, okay. Du bist noch hier? War nur Spaß. Ich will die nicht anziehen. Ich hab so einen schönen... Ach so, Garderobe. Ich hab jetzt so einen schönen Mantel an. Ich meine, der sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber passt farblich und alles überhaupt gar nicht. Kehre zu Scar zurück. Ja, wo ist der Kerl denn jetzt schon wieder? Ach, hier ist er. Moment. Da laufe ich aber, glaube ich, besser hin, weil sonst haut er garantiert wieder ab. Vielleicht haut er jetzt auch ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... da steht er. Scar! Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Ja, passt doch perfekt. Na, siehst du, das war doch nicht so schwierig, oder? Selbst ein Warzenschwein hätte das geschafft. Hm. Ich denke, ich sollte dir den Grund für meine miese Laune nennen. Es ist ganz einfach. Ich bin am Verhungern. In diesem Dorf gibt es kaum Beute für mich. Natürlich habe ich eine deiner fetten, gefiederten Nachbarn gesehen. Ich meine, bestimmt Donald. Aber ich nehme an, es würde dir missfallen, wenn ich einen von ihnen verspeisen würde. Ja, das würde mir überhaupt nicht gefallen. Scar, sie sind Freunde, kein Essen. Wenn du darauf bestehst. Aber ich muss etwas fressen. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Du könntest Fisch essen. Katzen lieben Fisch. Ja, ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Zum Wohle deiner Dorfbewohnung findest du besser eine. Okay, okay. Ich denke, Remi kann uns am besten helfen. Die Ratte? Das ist nicht mal ein Appetithappen. Aber wenn ich keine andere Wahl habe... Nein, nein. Ich meinte, wir können Remi bitten, dir etwas zu kochen. Igitt. Ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er vor dem Vergessen zubereitet hat. Ich hoffe um seinetwillen, dass er nun besser kocht. Wenn es sein muss, fresse ich auch mal ein Nagetier. Ich werde mit Remi reden. Bleib bitte hier und friss niemanden. Jetzt lauf und vergiss nie, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ich meine, die sieht so wirklich nicht schlecht aus, ne? Aber ich bin auch ganz ehrlich. Achso, ich bin wieder auf dem Falschen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich will natürlich meine Jacke zurückhaben, weil die habe ich mir nämlich jetzt ausgesucht und die passte auch perfekt zu dem... Ach, wo ist sie denn? Zu dem Outfit. Und die gehört, soweit ich weiß, auch dazu. Ich meine, die hatte nämlich den gleichen Namen. So, achso, ich sollte vielleicht erstmal gucken, wo Remi ist, ne? Bevor ich dahin laufe. Aber er ist im Restaurant. Okay, dann... Zeig mir, falls er doch noch rauslaufen soll. Oh nein, komm. Muss ich jetzt gerade das jetzt bekommen, wo ich jetzt gerade keine Zeit habe? Aber das ist cool. Denn da haben wir jetzt wieder was mitbekommen. Okay, gut, dann... Moment, die Nachtdorn. Also man sieht schon, ich bin heute noch nicht im Spiel gewesen vorher. Moment. Ja, ich dachte eigentlich, Eva könnten wir vielleicht holen, aber offenbar wollen die Macher, also sprich Disney, das nicht. Bonjour. Oh, hallo Gameplayerin. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du bist zum Essen hier, denn ich habe einige fantastische Sachen auf der Speisekarte. Oder geht es um was anderes? Na, also,
Ja, wir haben einen hungrigen Löwen im Dorf. Einen hungrigen Löwen? Oh, oh nein. Du willst, dass ich für Scar koche? Dem strengsten Essenskritiker des ganzen Tals. Ich weiß, dass es eine Herausforderung ist. Ich liebe Herausforderungen. Auch wenn das bedeutet, einen gefährlichen Löwen zu füttern. Du wirst mir helfen müssen, den Hauptgang vorzubereiten. Ich denke an frisches Sushi. Oha. Es ist am besten, wenn es gerade erst zubereitet wurde. Ich kümmere mich um den Nachtisch. Den Nachtisch. Hier sind die Rezepte zum Vorbereiten. Also es tut mir leid, aber ich bin immer noch sehr erkältet. Und dadurch bedingt sind meine Augen die ganze Zeit am Drehen. Und ja, irgendwie klappt das mit dem Lesen heute nicht so toll. Also, bereite das Abendessen. Hat er mir denn jetzt was gegeben, damit ich das... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, damit ich das überhaupt erlernen kann. Nein, was jetzt? Steak Sushi. Nein, da brauche ich Algen für. Oh, ist das euer Ernst? Und ich brauche noch so einen speziellen Fisch dafür. Können wir nicht Fake-Sushi machen? Irgendwie. Vor allen Dingen wollte er ja eigentlich gar keinen. Ja, das Zeug, das kann ich sogar kaufen, glaube ich. Ne? Das habe ich aber auch schon bekommen, glaube ich, von dem einen. Also, zweimal das eine, zweimal das andere. Mal schauen. Wir dürften dann... Ne, Moment, hier. Habe ich diesen Fisch... Offenbar ja. Da ich ja leider keine Wahl habe, muss ich leider den Seetang nehmen. Das ist blöd. Ich meine, gut, ich kriege natürlich nur einen Seetang, aber... Ach so, ich habe 16 Stück davon. Ja, gut. Die Fische habe ich auch noch ein paar von. Ich habe natürlich nicht so viel Weizen, das ist ein bisschen blöd. Sakemaki. So. Und dann auch Tekamaki. Den Fisch habe ich aber gerade mal zweimal. Uhuhu. Das ist nicht gut. Ich nehme mal an, den habe ich von Mariana bekommen. Ich höre hier irgendwas. Ah, eine Erinnerung. Ach, guck mal. Hier drüben. Keine Erinnerung. Aber auf jeden Fall ein Bild. Das sieht mir so ein bisschen nach Ariel aus. Ja. Bin ich denn gut oder was? Bringe... Nein. Bringe Remi das Sushi. Wieso soll ich das Remi bringen? Ich dachte, ich soll es gar geben. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Bitteschön. Bonjour. Du hast dich wieder selbst übertroffen, Gameplayerin. Es sieht gut genug aus, um mit einem feinen Restaurant angeboten zu werden. Während du mit dem Hauptgericht beschäftigt warst, habe ich einen Kokoskuchen gemacht, der Scar so voll machen sollte, dass ihn niemand mehr fressen will. Bringen wir ihm gemeinsam den Kuchen. Sicherheit in der Masse, richtig? Danke. Ja, dass er nicht alleine hingehen sollte, das ist mir schon klar. Okay, Scar ist da oben. Und ich glaube, er kommt auch gerade auf uns zu, wenn ich das richtig gesehen habe. Remi rennt zumindest dahin. Da ist er schon. Gameplayerin sagte mir, du hättest Hunger. Also haben wir auf die Schnelle etwas zubereitet, das dir sicher gefallen wird. Ja, mach das weg. Heute frisch zubereitetes Sushi und ein Kokoskuchen. Mal sehen. Dieser sogenannte Kuchen, staubtrocken, geschmacklos und ganz ohne Zebra oder Gazelle, schaff ihn mir aus den Augen. Aber der Fisch ist akzeptabel. Die Zubereitung ist weitaus interessanter als der zappelnde Karpfen, den ich zuvor bekommen habe. Du hast mich besänftigt. Fürs Erste. Du hast keine Ahnung, wie erleichtert ich bin, das zu hören. Die Dorfbewohner... Da bist du ja. Nun, Gameplayerin,
Deine Nachbarn haben sich eine Pause von meinem Hunger nach Fleisch verdient. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Könntet ihr nicht alle mal die Klappe halten, wenn ich mich am Unterhalten bin? Du solltest netter zu den Leuten sein. Ist aber klar, dass so ein Spruch jetzt kommt. Sie könnten deine Freunde werden. Freunde? Bitte. Freunde sind für alberne, übermäßig Mitteilungsbedürftige. Ja gut, ich hätte jetzt sagen können, dann kannst du sie besser manipulieren. Würde natürlich mehr... da stand schon das Goofy-Zeichen. Und dann stand unten Sprich mit Scar. Auch nicht schlecht. Würde wahrscheinlich besser zu Goofy passen. Zu Scar passen. Aber na gut. Ach so, stimmt. Das haben wir ja auch fertig gemacht. Ich habe dann ja endlich mal die Garnelen gefunden. Die Frage ist, finden wir jetzt auch Goofy? Ach, der sitzt hier in unserem Essen. Na gut. Dann wieder zurück zu Remis Restaurant. Also es tut mir leid, jetzt haben wir ja quasi 3 Quests. Aber ja, wir können halt nur noch abschließen im Moment mit denen. Wir können natürlich eine neue beginnen, aber das ist auch blöd. Da. Hallo, Kumpel. All die frischen Meeresfrüchte werden ein großartiges Gericht ergeben. Allerdings benötigen wir mehr als nur Fisch, um Bullabes zu machen. Tomaten und einiges andere Gemüse wären auch toll. Das Rezept ist ziemlich flexibel. Besorgst du uns doch ein Gemüse dafür? Hier, das Rezept. Okay. Meinetwegen. Also was schön ist, dass wir immer mehr Rezepte gerade bekommen. Da, Bouillabaisse. Muss ich da Krabbentiere nehmen? Heißt das das? Weil das andere sind ja so Zeichen für Fische, ne? Gut, wir hätten noch andere da. Und ein Gemüse. Okay. Ich hoffe, wir haben auch noch Tomate. Koche Bouillabaisse. 2-mal. Oh, das könnte... Das könnte wirklich... Ja. Wo ist es denn? Bouillabaisse. Wo bist du? Da. Tomatisches Auffüllen. Der geht mir so auf den Sack. Aber das ist ein Fisch. Wieso hat der... Jetzt bin ich leicht verwirrt. Der hat hier eine Muschel reingeworfen. Als Schalentier. Seit wann kann man Muscheln als Schalentier machen? Wenn ich jetzt... Das sehe ich übrigens das erste Mal, dass der hier die Haken reinmacht. Wenn ich jetzt eine andere Muschel nehmen würde, würde das dann auch gehen? Ich habe jetzt hier... Ja, nehmen wir mal die gleiche. Das würde gehen. Ich möchte aber... Ach so, ich weiß jetzt gar nicht. Habe ich noch... Naja, ich habe noch Möhren im Inventar, ne? Damit wollte ich eigentlich die Hasen füttern. Von denen haben wir aber nur... Ach so, wir haben aber so viele. Moment, von denen haben wir... So, dann machen wir das jetzt. Eine Bouillabaisse kommt sofort. Ach so, wir müssen es aber 2-mal machen. Bäh. Okay, dann müssen wir wieder das rauswerfen. Dafür... Moment, das auch rauswerfen. Davon nehmen wir eine Karotte. Und irgendwo hier haben wir die Muscheln. Zack. So. Wir sollen es ja 2-mal machen. Gut. Bringe Goofy. Ist ja eigentlich logisch, ne? Weil... Möchtest du das weitergeben? Ja. Sowas würde ich nicht essen. Hallöchen. Danke, Gameplayerin. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir angeln zu gehen und zu kochen. Oh, Junge, Mickey wird diese Bouillabaisse lieben. Oh. Ich verrate dir ein Geheimnis über das Kochen und warum ich Bouillabaisse machen wollte. Je mehr Spaß es macht, den Namen eines Gerichts zu sagen, desto mehr Spaß macht es, es zu kochen. Bouillabaisse. Wir sehen uns. So, er ist auf Level 8 und hat keine neue Quest für uns. Okay, wahrscheinlich wieder irgendwas Abhängiges. Oder? Nee, er hat eine neue Aufgabe.
Das sieht man gar nicht. Okay. Wie geht's? Ich würde sagen, dann machen wir hier auch mal weiter, damit das so ein bisschen zusammenhängend ist. Hi, Gameplayerin. Erinnerst du dich noch an das Sammelalbum, bei dem du mir geholfen hast, es zu beginnen? Nun, ich dachte, da du neue Teile des Tals entdeckt hast, sollten wir noch ein paar Dinge hinzufügen. Es wird Spaß machen und uns helfen, sollte das Vergessen hier zurückkommen. Okay, klar. Super, ich würde sagen, dass wir mit wichtigen Wahrzeichen anfangen. Es gibt eine ganze Menge davon. Die große Weide, der Elefantenfriedhof, Onkel Dagoberts Laden, Remis Restaurant und nicht zu vergessen das Traumschloss. Wie sagte schon Gusto, das hat er jetzt alles aufgeschrieben. Jeder kann kochen. Ah, okay. Es hilft natürlich, wenn ich dein Lehrer bin. Okay, allerdings die große Weide, sollen wir da jetzt... Oh, hat der mich jetzt erschreckt. Sollen wir da jetzt... das war der Apfel, ne? Ich habe keinen Apfel dabei. Mist. Ach, Schätzelein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss erstmal einen Apfel besorgen. Da muss, ach so, ich habe das ja gar nicht mehr hier. So, ich brauche 2. Zwei Möhren. So. Zack, nur damit das hier wieder voll ist. Und ich brauche, das ist hier, eine Handvoll Äpfel. Genau, dann können wir nochmal wieder zurück und sehen dann wahrscheinlich, dass das Eichhörnchen weg ist. Bei meinem Glück. Ja, natürlich ist es jetzt weg. Moment, ich muss da auch noch was öffnen. Nutzen. So. Weichkoralle. Das sieht cool aus. Okay. Ja, aber zumindest sind wir jetzt vorbereitet. Ich glaube, das ist das da hinten. Könntest du mir helfen? Nein, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Apfel. Bitteschön. Dankeschön. Wir wollen ja neue Begleiter freischalten, ne? Achso, ich dachte gerade, was läuft denn da hinten? Das war's Gasschwanz. Aber gut. Ich muss wieder Selfies machen. It's Selfie Time. Zack. So, das Traumschloss, das haben wir direkt nebenan. Elefantenfriedhof, weiß ich jetzt natürlich nicht, was der da jetzt genau haben will. Tada! Ach, musst du dich jetzt so ranschleichen hier? Dagoberts Laden. Moment. Schwupp. Den habe ich ja schon mal fotografiert. Tada! Ah. Den Elefantenfriedhof. Ist die Frage. Das ist das hier wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an. Dass man da... Ganze irgendwie. Oder vielleicht ist der Schädel besonders oder so. Wir können das natürlich auch so mal machen. Ja, so nicht. Nee, möchte ich nicht. Ja, dann speichere das von mir aus, aber mach nicht so ein dummes Gesicht dabei. So. So. Dann habe ich auch mal eins für mich. Und die große Wiese. Sollen wir nochmal fotografieren? Da machen wir doch... Was ist das denn? Warum hängt das denn da oben? Ist das nur... War das schon immer so? Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Da machen wir doch einfach mal so ein Bild von. Zack. Reicht das? Reicht nicht. Nee, die große Weide von der Lichtung des Vertrauens. Ach, ich habe mich verlesen. Und verklickt. Die große Weide. Was meinen die denn mit großer Weide? Also wahrscheinlich hier. Weiß jetzt nicht, was ihr jetzt unter große Weide versteht. Ich mache jetzt mal einfach hier so ein Foto. Zack. Was ich alles löschen muss nachher. Okay, das meinen sie nicht. Meinen die das dann vielleicht auf der anderen Seite oder so? Hm.
Ja, das ist aber doch die Lichtung des Vertrauens. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht die große Weide sein hier. Lichtung des Vertrauens. Oder jetzt hier das in der Mitte. Das ist aber keine große Weide. Das ist jetzt schon ein bisschen ätzend. Ich meine, die restlichen Sachen, die sind ja schon ja, gut und einfach gewesen, sage ich mal. Aber wenn man jetzt hier nicht weiß, wo man jetzt genau fotografieren soll. Ich kann jetzt hier jeden Fleck abfotografieren, aber was zur Hölle soll davon die große Weide sein? Das ist so nervig gerade. Ich mache jetzt noch eins. Oh, dann bin ich doch hier einmal komplett rumgelaufen. Ich mache jetzt noch eins hier und dann, ja, würde ich sagen, schalte ich euch hinzu, wenn ich das fotografiert habe. Weil das ist ja jetzt doof, wenn ihr die ganze Zeit dabei seid und ich jetzt 20.000 Fotos mache und das alles nicht angenommen wird. Das ist, ja. Also je nachdem, wie lange es jetzt hier dauert. Ich mache jetzt hier von überall Fotos. Achso, das wollte ich jetzt aber eigentlich in Großaufnahme machen. Ja, sehen wir uns dann gleich wieder. Moment, oder meinen die... Die meinen jetzt aber nicht hier... Oder? Nein! Oh. Ja, da sind wir wieder. Ich weiß nicht genau, wann ich schneiden werde, aber ich würde euch das da hinten gerne zeigen. Da, das kann man von hier aus besser sehen, da ist irgendwie ein Mond aufgegangen oder sowas. Das fand ich, das sieht richtig geil aus. Leider haben sich die Wolken jetzt darüber geschoben. Und dann bin ich hier so durchgelaufen und habe mir den Baum angeguckt und habe gedacht, Moment, eine Weide ist doch ein Baum. Ich dachte jetzt an die Weide, ne, wo die Kühe drauf weiden, also eine Wiese quasi. Oh Gott. Ich hab's dann doch noch gerafft. Wow! Oh, seh dir das an. Du hast alle unsere majestätischen Wahrzeichen fotografiert. Ihr hättet es auch vorher sagen können. Ich füge sie dem Sammelalbum hinzu. Hm, nun, das würde sonst noch gut in unser Buch passen. Ich hab's. Wie wär's, wenn du Fotos von den Säulen machst, wie du sie gefunden hast? Sie scheinen wichtig zu sein. Vielleicht solltest du mit den ersten vier beginnen. Den Säulen der Freundschaft, der Macht, des Mutes und des Vertrauens. Echt jetzt? Achso, steht aber drin, wo das ist. Okay, naja, gut, okay. Wald der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens. Ach so. Jetzt halte mich für bescheuert, aber... Ich habe gerade erst verstanden, dass der Wald deswegen Wald des Vertrauens heißt... Weil das die Lichtung des Vertrauens, weil das die Säule des Vertrauens ist. Ich dachte, das hat irgendwas damit zu tun, ja. Ist von wegen Vertrauen, dass das irgendwas mit Toy Story oder so zu tun hat. Und dann passt aber Mutter Gothel irgendwie überhaupt nicht ins Bild. Und, achso, ich bin in die falsche Richtung im Laufen. Ah, okay. Naja, nach, keine Ahnung, 30 Folgen oder so habe ich es dann auch endlich mal verstanden. Eieiei, machen wir da noch ein Foto von, zack. So. Dann schillernder Strand und friedliche Wiese. Schillernder Strand. Da sind wir auch direkt an der Säule. Wann ist denn die Fotoaufgabe endlich mal zu Ende? Ich meine, ist ganz cool so. Auch wenn ich jetzt viel zu viele Bilder mittlerweile gemacht habe. Aber, ja, es ist halt immer das Gleiche, ne? Friedliche Wiese. Friedliche Wiese, friedliche Wiese. Wo haben wir dann... Achso, genau, da hinten war das. Ah.
Hatte ich hier ein Vogelhäuschen hingebaut? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, bitte so, dass die auch drin ist. Zack. Goofy, wo bist du denn jetzt schon wieder? Der ist schon wieder abgehauen. Da unten. Ist zwar noch auf der schillernden Wiese, wenn er nicht rausrennt natürlich, aber da kommt er schon. Goofy, und jetzt springen wir uns in die Arme. Nein, das wäre ein bisschen dämlich. Sieh dir all unsere schicken Bilder in unserem Sammelalbum an. Dadurch fühlt es sich richtig offiziell an. Ich glaube, unser Sammelalbum ist fast vollständig, aber irgendetwas fehlt noch. Ein Verlagsvertrag, die Autoren natürlich. Hey, genau daran hatte ich gedacht. Ein Selfie von uns beiden. Sollte das Vergessen jemals zurückkommen, würde ich unsere Freundschaft nicht vergessen wollen. Oh, und lass uns ein repräsentatives Foto machen. Das bedeutet, dass du dir auch einen Hut besorgen musst. Mein Lieblingshut ist ein Hut, ist ein besonderer Hut. Für unser gemeinsames Foto trage ich etwas ganz Besonderes. Ja, wo kriege ich jetzt einen Hut her? Habe ich denn? Doch, Moment, ich habe doch einen. Ich habe einen, aber ich muss seinen aufsetzen, oder? Nee, er zeigt mir jetzt nur die Hüte an, okay. Nehmen wir das. Obwohl, das sieht auch ziemlich cool aus in Verbindung, muss ich sagen. Also, wenn das als Hut gilt, kein Thema. So. Und dann bitte so. Nein, jetzt hat die auch noch... die soll doch nicht die Augen schließen. Wenn, dann muss das ja richtig... dann muss das ja gut aussehen, ne? So. Das nenne ich mal einen schicken Hut. Genau, was das Sammelalbum braucht. Es freut mich, dass wir diese Erinnerung mit einem Foto eingefangen haben. Und wir können noch mehr Erinnerungen für unser Sammelalbum festhalten. Das ist es doch, was das Leben ausmacht, nicht wahr? Erinnerungen schaffen. Ja, irgendwie schon. Hat er jetzt noch eine neue Aufgabe? Achso, ist gesperrt. Mal wieder. Ach, der ist noch gar nicht Level 10? Da muss ich den auch leveln. Was hat der denn? Nur Level 8? Okay. Ja, Donald habe ich noch gar nicht mitgenommen. Aber den kann ich auch nicht mitnehmen. Ich habe auch noch gar nicht mit ihm gesprochen, ehrlich gesagt, um ihn mal zu leveln. Ja, Toy Story ist klar. Die haben wir noch nicht. Gotel weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, da war noch was abhängig von. Ariel wollte ich, glaube ich, als nächstes leveln. Gut, Ursula müsste ich auch mal mitreden. Da ist noch einiges, was ich noch tun kann. Wobei das relativ schnell geht, muss ich dazu sagen. Nur so Sachen wie Maui zum Beispiel, der hat jetzt aktuell, glaube ich, noch eine Quest für uns. Das ist problematisch, weil ich kann ihn nicht mitnehmen zum Leveln. Sonst quatscht er mir wieder die Quest auf. Remy weiß ich jetzt nicht genau. Remy ist gesperrt, ne? Genau, Remy ist gesperrt. Das ist super. Das heißt, die beiden können wir auf jeden Fall noch leveln. Und Scar benötigt Level 3. Das heißt, den werde ich dann in einen Schub auch versuchen zu leveln. Dann müsste ich aber ein bisschen mehr Zeit haben. Sie hat natürlich wieder eine neue Aufgabe für uns. Das heißt, mit anderen Worten, die kann ich dann auch wieder nicht leveln. Ja, alle, die blau sind, kann ich nicht leveln. Alle, die rosa sind, könnte ich theoretisch leveln. Wobei, Wolli habe ich schon auf 10. Scar, glaube ich, hatte ich noch nicht auf 10. Muss ich mal gucken. Okay, war auf jeden Fall wieder eine lustige Folge. Hat sich jetzt eher so ein bisschen um Goofy gedreht. Und ich habe übrigens meine Frage selber beantwortet gerade. Ich habe in irgendeiner der letzten Folgen gefragt, ob das jetzt tatsächlich Goofys Haus ist und dass es das doch eigentlich sein müsste, weil doch Werkzeug und so, also Gartenwerkzeug und so weiter da drin ist. Aber bei der Mütze oben drauf, bei der Mütze glaube ich, dass, ja, dass das nur seins sein kann. Was mich aber wirklich mal interessieren würde, welches Haus dann von Donald Duck ist, weil er hat doch gar kein Haus, oder? Also da würde ich gerne mal, das hier, da würde ich gerne mal kurz mit ihm sprechen. Der hat ja zum Glück keine Quest für mich. Er hat eine Quest für mich. Ah, warum hat er eine Quest für mich? Ich denke, der ist noch nicht groß genug.
Der hat doch Level 1. Oh Gott. Oder ist es seine Quest, dass wir im Haus machen müssen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn dem so ist, dann würde ich das aber gerne in der nächsten Folge machen, beziehungsweise in einen der nächsten Folgen machen. Ich denke mal nicht direkt in der nächsten, weil das wahrscheinlich dann auch was länger dauern wird und er dann vielleicht auch nochmal mit uns was anderes macht oder so. Ich weiß es nicht genau. Und die Folge ist jetzt auch schon ziemlich lang geworden hier. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.